Moin Moin und hallo, heute ein cooles Unboxing-Video von mir für euch. Heute GoPro-Zubehör, denn ich habe ja so eine GoPro 6 hier, das ist aber auch kompatibel zur 5er. Das ist Headstrap plus Quick Clip. Wow, geile Sache. Das ist komplett anpassbar für alle möglichen Größen eures Kopfes. Das Kopfband ist mit allen GoPro-Kameras kompatibel, also auch mit den uralten Hero 3, Hero 2, HD Hero, Original, bla bla bla, alles mögliche. So, da drinne ist einmal so ein Kopfgurt, das heißt, hier ist euer Kopf dann, da ist die GoPro, und ein Cappy-Clip. Oh, zwei Sachen in einem. Okay, dann schauen wir uns mal an. Die Verpackung ist wie immer grau-blau gehalten. Gesundheit. Und hier sieht man nochmal schematisch die Abbildung. Cappy, Clip-Ding. Okay, dann schauen wir mal rein, wie das so hier drinne gestiffelt ist. Da küttet. Da ist es, Jungs und Mädels da draußen. Fangen wir erstmal an mit dem kleinen Schnucki hier. Da ist der Clip. Den kann man ein bisschen dehnen. Das heißt also, hier kann man das auch in die Gürtelschnalle zum Beispiel packen oder in andere Sachen. Dann, hier ist die GoPro. Die gehört nicht dazu, okay? Hier ist die Rotationsschraube. Die rotieren wir mal da raus. So. Jetzt ziehen wir sie raus. Jetzt hat sich das auch noch da drum gewickelt. Was ist das denn? Was soll das denn, hey? Wir rotieren einfach mal weiter. So, immer weiter wird jetzt hier rumrotiert. Da haben wir es. Also, wie funktioniert das? Das Ding klippt ihr an eure Cappy. Dann kommt die GoPro dazwischen. So. Und dann macht ihr hier den mitgelieferten Schrauberling rein. Und fest. Natürlich müsst ihr das mit GoPro Frame machen. Und dann könnt ihr das hier an eure Gürtelschnalle oder an eure Basecap heften. Auch noch in der Höhe verstellen. Und wenn ihr es nicht mehr braucht, dann wird es wieder abgeschraubt. So, das war jetzt mal zum Verständnis des Clips. Aber jetzt kommen wir zum Hauptakteur. Das ist ja das Teil, was wirklich um euren Kopf geht. Hier sind so Gummistrips dabei. Die müssen wir abmachen. So, und hier ist es. Oh, da steht auch Branding GoPro und hier drinne gibt es solche dehnbaren Freundchens. Das ist stretchy, das heißt also, es ist wirklich anpassbar, um über euren Helm zu kommen, um über euren Kopf zu kommen. Und hier könnt ihr das dann auch noch in der Weite an der Seite verstellen und hier in der Länge. Gut, wie kommt hier die GoPro dran? Also, das ist hier oben. Euer Kopf ist hier zwischen. Also würde sich hier anbieten, wenn wir die GoPro hier reinmachen und erstmal dagegen falten. Gut. So, GoPro wieder ausrichten. Und dann gehen wir rein und schrauben unsere GoPro fest. So. Festgeschraubt. So. Und jetzt, wie gesagt, könnt ihr die hier über euren Kopf baumeln lassen. Cool. Okay. Dann auch wieder in der Höhe ein bisschen verstellen, also lösen. Dann könnt ihr sie kippen und dann läuft das. Gut. Also, qualitativ fühlt es sich wirklich schon hochwertig an. Und wir probieren das jetzt mal in echt aus. So, jetzt probieren wir es an. Hier vormontiert, haben wir ja gerade schon zusammen. Jetzt kommt die GoPro-Seite nach hinten. Wir nehmen das Stirnbändchen und ziehen es über den Kopf. So, über den Ohren liegt es nun an. So, ausrichten in der Mitte. Hier vorne ist die Platte über meiner Stirn. Und hinten ist das große GoPro-Schild. Das heißt also, wir haben es sehr sicher. Ne? Es hält gut fest. Und jetzt, wenn ihr die GoPro etwas verstellen wollt, haltet hinten die Platte gegen euren Kopf und dann geht ihr etwas runter und hoch. Wenn ihr die richtige Lage eingestellt habt, dann spannt es und sie ist fest. So, dann wieder runterziehen
und fertig. Wenn ihr es verstellen wollt, müsst ihr hier das Band etwas vergrößern, indem ihr das hier durchlaufen lasst. Dadurch wird es größer. Und wenn ihr es verkleinern wollt, müsst ihr das Band da durchziehen, um es zu verkleinern. Das gleiche gilt an den Seiten auch. Aber es ist so dehnbar, es passt sofort. Und das geht auch, wenn ihr es ganz groß anschaltet, auch über euren Helm. Kommen wir jetzt zu dem Clip. Das ist das zweite Zubehörteil. Das hatten wir vorhin schon montiert. Ihr seht, nochmal zur Veranschaulichung. Das hier ist oben und die GoPro guckt dann nach vorne. So, ne? Jetzt ein bisschen festdrehen oder lassen wir es erstmal nach vorne wabbeln, damit ihr es besser seht. Da ist jetzt die Schnalle. Hier ist die Cappy. Und hinten ist ja der Verschluss von dem Cappy. Dort. Bei vielen Cappys ist es breiter, da geht es sogar besser. Okay, was machen wir? Wir gehen von unten jetzt da durch. Bisschen unter Spannung halten. Und reinfriemeln. So, habt ihr gesehen? Jetzt ist das so montiert. Hier ist später euer Kopf. Und deshalb ist da die Rundung drin. Gut. Jetzt ziehen wir die Cappy falsch rum auf. Und dadurch wird der Clip gegen euren Kopf gedrückt. So. Und es ist recht fest. Es ist nicht so stabil wie bei dem kompletten. Ihr könnt wieder hier hinten festhalten und in der Höhe verstellen. Wenn ihr dann die richtige Einstellung habt, festziehen. Gut. Installiert. Fühlt sich auch recht bequem an. Jetzt noch Bewegungscheck. Geht, ne? Hat sich nicht groß... Ne, hat sich gar nicht bewegt. Sehr gut. So, das war's. Qualitativ sehr hochwertig. Ich werde das öfters benutzen, wenn ich zum Beispiel aus der Ego-Perspektive filmen möchte. Cooles Feature, sehr zu empfehlen. So, hier sieht man jetzt mal, wie sie in Aktion aussieht. Ich bin jetzt hier auf der Toilette. Vor mir ist eine Lichterkette und von oben habe ich auch noch eine Beleuchtung drin. Aber nur die ganz normale, die auf dem Klo auch da ist. So, wir haben sie jetzt aufgesetzt. Ich habe sie angemacht und jetzt sieht man auch noch, wie man sie in der Höhe verstellt. Super Bild, super klasse, geile Sache. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.